Wie groß kann Catnap bitte werden? Ach du Scheiße. So ist definitiv besser. Weil jetzt sind wir hier als Albtraum Catnap unterwegs. Es ist ja mittlerweile Tradition, dass wir in jedem Poppy Playtime-Kapitel jedes Secret raussuchen und jedes Monster finden, was sich irgendwo im Kapitel versteckt. Damit sind wir jetzt durch, Freunde. Was bleibt uns also anderes übrig, als selbst die Rolle über das Monster zu übernehmen? Wir werden heute einige Monster, die es im Poppy Playtime Kapitel 3 gibt, selber spielen. Unter anderem auch Catnap, Freunde. Bevor wir das aber machen, gibt es in diesem Video noch eine große Ankündigung. Ich habe es im Stream schon ein paar Mal erwähnt und endlich ist es soweit. Ab dem 1. März geht endlich meine eigene Firma an den Start, Freunde, und zwar Loom Gaming, wo ihr dann Mauspads mit ultra nicen Designs kaufen könnt. Das hier ist nur eins von 4 Designs, die es bei mir im Shop geben wird. Ab dem 1. März um 15 Uhr werden sich die Tore öffnen. Der Link ist in der Beschreibung, Freunde. Erster Link in der Beschreibung. Ihr könnt euch auf der Website schon anmelden. Was ihr auch in der Beschreibung findet, ist natürlich ein Link zur Instagram-Seite, wo ihr euch die verschiedenen Mauspads-Designs schon mal reinziehen könnt. Der erste Drop wird jetzt natürlich etwas limitiert sein. Wir haben nicht unendlich viele Mauspads, also seid am 1. März auf jeden Fall pünktlich. 1. März, 15 Uhr. Link in der Beschreibung. Meldet euch schon mal an. Und lasst gerne mal auf Instagram eine Meinung zu den Designs da. Schreibt gerne mal rein, ob ihr die cool findet oder nicht. Bin gespannt auf eure Meinung. Aber jetzt, Freunde, Poppy Playtime, Kapitel 3. Ich habe einen unglaublich heftigen Mod installiert. Wir müssen jetzt nur mal kurz irgendwo an der Ecke, wo es ein bisschen heller ist. Oder warte mal, geht das eigentlich auch hier? Moment, wenn ich jetzt die Taste hier drücke, ja. Moment, wir löschen das mal kurz weg. Irgendwie, oh, warte. Wir sind jetzt, es hat funktioniert, wir sind jetzt als Kissimissi im Game. Die Animationen sind ein bisschen tricky bei Kissimissi. Aber, so, Moment, warte mal. Wir können nämlich auch die Größe einstellen. Wir können Kissimissi riesig machen. Moment, ich muss noch kurz die Kamera hier richtig machen. So, perfekt. Und jetzt können wir hier, die Controls sind ein bisschen tricky, wenn man hier als Monster unterwegs ist. Aber wir sind jetzt hier als Kissimissi unterwegs. Kissi ist irgendwie in der Animation, als würde sie durch einen Schacht durchkriechen. Keine Ahnung, warum das so aussieht. Aber wenn wir jetzt wieder zurückgehen und die Taste, wenn wir jetzt wieder zurück in unseren Spiele-Charakter gehen, ist sie hier trotzdem noch on the road. Aber irgendwie ist sie immer noch voll klein, ne? Warte mal, ich gehe mal nochmal. Was passiert denn, wenn ich die jetzt, ultra groß mache so? Zack! Also groß wie geht. Warte. Oh, ich hänge fest. Nee. Hilfe! Warte! Moment! Warte, ich laufe mal mit Kissimissi hier rüber. Ich habe meinen eigenen Charakter gerade eingeklemmt. So, wir machen das. Alter! Oh! Alter, guck mal, wie groß Kissimissi jetzt ist! Alter, ultra riesig! Yo, okay, Leute, und das Gleiche können wir. Ich habe für fast jeden Charakter aus Poppy Playtime diesen Mod und manche haben wohl scheinbar auch irgendwelche Spezialfähigkeiten, die wir einsetzen können. Kissi hat glaube ich keine, mit Kissi können wir nur rumlaufen irgendwie. Aber wie crazy sieht das bitte aus, wenn die so groß ist? Richtig übel. Und ich habe eben schon überlegt, dass wir in eins der Level reingehen und uns dann in ein Monster verwandeln. Aber wenn ich gleich irgendwie Catnap oder so auspacke, das passt ja überhaupt nicht, wenn wir in so ein Level gehen. Das müssen wir ja hier in der Lobby machen. Ansonsten funktioniert das ja gar nicht. Keine Chance. Aber was wir jetzt erstmal machen werden, ist das, was ich im letzten Video schon angekündigt hatte. Wir werden uns jetzt mal diesen riesigen unterirdischen Dome, in dem diese ganze Playcat drin ist, diese riesige Kuppel unterirdisch, mal von außen angucken, wie es in der Anfangssequenz aussieht. Weil in keiner anderen Sequenz können wir uns das Ding komplett von außen angucken, wie wir so drauf zufahren. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine. Und das, ich glaube, das muss so crazy aussehen. Guck mal, wie wir jetzt hier mit der Seilbahn drauf zufahren. Da hinten ist das Ding. Warte, ich pausiere mal das Game, Freunde. Ich mache mal unsere Cam an. Und jetzt müsste ich, ja, ich kann so nach vorne fahren. Ey, guck, hiermit sind wir gerade am Fahren, Freunde. Mit dem Teil hier sind wir gerade unterwegs. Mit dieser Seilbahn kommen wir von hier oben runter und sind durch dieses riesige unterirdische Höhlensystem. Und das ist alles unter der Playtime Corporation. Alles, was wir in Kapitel 1, in Kapitel 2 erlebt haben, ist hier oben drüber. Und aus diesem kleinen Loch da mit der Seilbahn kommen wir raus. Und diese komplette Playcare ist einfach hier unterirdisch. Ich habe viele Sachen erwartet bei der Playcare damals, als es zum ersten Mal angeteasert wurde. Aber nicht, dass das Ding so aussehen wird. Ich dachte vielleicht, jo, dass irgendwo halt da unterirdisch, ne, ist so ein Gebäudetrakt, irgendwelche Gänge,
mit Räumen, wo dann die Waisenkinder drin sind oder so. Aber die haben das hier einfach komplett unterirdisch gebaut. Und wie crazy sieht das bitte aus? Warte mal, wenn wir da jetzt reinfahren würden? Ah ne, warte, ich will es mir erstmal komplett von außen angucken, was hier oben noch so ist. Weil hier ist noch irgendwas, irgend so eine Kontrolleinheit, wie das hier aussieht, ne? Ja, auch voll detailliert, ne? Das sind eigentlich Sachen, die sieht man gar nicht. Hier kommen wir ja eigentlich nicht hin, aber hier ist sogar eine Tür. Wie so ein Wartungszugang oder so. Hier ist ganz viel Elektrizität und was auch immer. Und hier können wir hier von oben reingucken. Ja, wir können von oben reingucken. Jo, warte mal. Also sind wir während dieser kompletten Sequenz, wo wir mit der Seilbahn unterwegs sind, in einer anderen Version von der Playcare. Warte mal, wir fahren mal von hier oben rein. Ich will mal was testen. Wenn ich von hier jetzt reinfahre, oder wir von hier jetzt reinfliegen mit unserer Cam. So, können wir jetzt von hier nämlich alles sehen. Und ich lasse jetzt mal das Spiel wieder weiterlaufen. Also ich lasse die Seilbahn jetzt wieder fahren. Ich hatte das Game gerade auf Pause. Aber ich will mir das mal anschauen. Kommen wir hier einfach durchgefahren? Ist das nur so Rauch hier oder was? Ja, ist es. Crazy. Guck, da hinten kommt die Seilbahn. Wir sind jetzt hier in diesem Loch drinne. Und da kommt die Seilbahn. Ich dachte, der Durchgang hier ist ein Ladescreen. Dass wir da durchfahren und das dann erst innen drinne lädt und das außen weggeladen wird, ist ja in vielen Sequenzen so. Aber wir können hier einfach durch und können auf der anderen Seite, na, ja, auf die Seilbahn warten, weil das ja einfach eine ganz andere Version von Playcare ist. Wie crazy. Warte, da müsste das Ding jetzt gleich durchkommen. Oh, es ist aber ein Ladescreen. Das Licht geht jetzt erst an. Guck. Okay, voll crazy. Und da fährt die Seilbahn jetzt lang. Ha, guck mal, da oben drüber. Während wir in der Seilbahn sind, schauen wir doch dieses Video. Oben drüber ist einfach ein VHS-Rekorder, damit der Fernseher funktioniert. Ja, moin, ey. Let's go. Okay, und jetzt fährt das Ding Stück für Stück hier runter. Ich mache aber jetzt trotzdem mal kurz wieder auf Pause, weil ich glaube, wenn die Seilbahn hier unten ankommt, wird der nächste Ladescreen getriggert. Safe. Und dann können wir wieder nichts mehr sehen. Aber was mich jetzt interessiert, das hier oben ist ja einer der Räume, zu denen Poppy uns bringt. Und hier ist eine von diesen Poppy-Türen. Und hier hinter ist gar nichts. Weil es gibt ja einige von diesen Poppy-Türen. Ich glaube, sie hat ja auch sowas wie ihre eigenen Gänge oder sowas. Aber da ist einfach gar nichts hinter. Ah, na gut. Okay. Aber wir haben es uns jetzt mal angeguckt, wie die Playcare, wie dieser riesige Dome von außen aus sieht. Dieses unterirdische Ding hier, wo die Kinder festgehalten wurden. So crazy. Aber machen wir jetzt erstmal das, weswegen ihr überhaupt dieses Video angeklickt habt. Wenn alles funktionieren sollte und wir jetzt diese Taste hier drücken, J, sollten wir die Rolle von Catnap übernehmen. Moment, wir drücken. Oh, sogar in der Version? Warte mal. Ich muss die Cam umstellen. Bah, als wenn wir das in dieser Ekel-Psycho-Variante spielen müssen. Ich dachte, wir können normal als Catnap spielen. Jetzt muss ich das Ding hier... Oh, nee. Ah, guck mal, wie krass das aussieht. Ey, let's go. Warte mal. Ich stelle mich mal hier so hin und ich gehe kurz zurück ins Spiele-Charakter. Jetzt stell dir vor, du bist so ein Mitarbeiter, du denkst dir nichts Böses, bist hier in der Playcare unterwegs und zur Hour of Joy stehst du hier so, oh, machst dir irgendwas, hier hast du einen Rucksack gefunden, drehst dich um und da hinten läuft das Ding rum. Psychose. Komplette Psychose. Schau dir das mal an, wie creepy das aussieht. So können wir uns aber wenigstens das Character Model mal genau ansehen. Turbo gruselig einfach. Okay, warte, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Das Einzige halt, was man hier mal ein bisschen doof anpassen muss, ist die Cam. Wenn man hier irgendwie die Kontrolle über das Ding übernimmt. Ich zoome mal ein bisschen raus, so weit wie es geht. Und so ein bisschen höher. Ja, so ist definitiv besser. So ist definitiv besser. Und jetzt sind wir hier als Albtraum. Als Albtraum Catnap unterwegs. Und genau wie bei Kissimissi können wir natürlich hier auch die Größe verändern. So, pass mal auf jetzt hier. Ich stelle mich mal hier hin. Wir nehmen mal den Größe-Slider. Guck mal, wir können so Mini-Catnap machen. Warte, das will ich mir einmal anschauen. Moment, Moment. Ich möchte mir einmal Mini-Catnap ansehen. Bestimmt mega cute aus, oder? Warte mal, ist er überhaupt hier? Ist er überhaupt hier? Oh, guck mal. Ui, ein Feini. Ein bisschen abgemagert, der kleine Kerl, ne? Aber süß. Aber süß. Okay, und jetzt machen wir die andere Variante.
Jetzt machen wir die bodenlose Variante. Die Catnap ist extra riesig Variante. Wir stellen Catnap hier hin. So, noch ein Stück rückwärts. So, zack. Wir gehen wieder in den Größenslider und wie... Oh, Alter, was? Wie groß kann Catnap bitte werden? Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Alter, was ist denn hier schiefgelaufen? Junge, wie groß ist das Vieh? Alter, das passt gar nicht richtig hin. Okay, es passt schon in die Kuppel, aber auch nur gerade so. Ey, okay. Ich meine, ihr habt ja eben gesehen, Kissimissi konnten wir nicht annähernd so groß machen, aber Catnap... Bro, what? Okay, stell dir mal vor, Catnap wäre so groß im Endkampf. Wie crazy das wäre. Okay, jetzt müssen wir uns aber auch einmal, wenn Catnap so groß ist, einmal hier drinnen fort... Okay, ich kann mich... Leute, ich versuche zu laufen. Ich drücke die Tasten. Es geht nicht. Einfach zu groß. Okay, wir machen wieder ein bisschen kleiner. So, zack. Ah, jetzt geht's wieder. Nice. Okay, wir sind als Catnap unterwegs. Leider hat Catnap, glaube ich, auch keine Spezialfertigkeiten. Das Rumlaufen ist nur mega strange. Ich weiß nicht, ob Dog Day irgendwas Besonderes kann. Wir können nämlich auch als Dog Day, Huggy Wuggy oder... Wen haben wir noch? Ich habe noch irgendeinen Charakter, als den wir spielen können. Wenn ihr da noch mehr von sehen wollt, Freunde, lasst natürlich einen dicken Daumen nach oben hier auf das Video da. Gerne den Channel abonnieren und nicht vergessen, Loom Gaming auszuchecken. Meine eigene Gaming-Firma. Erster Link in der Beschreibung. Auf jeden Fall die geilsten Mauspads für alle PC-Gamer unter euch. Wie gesagt, schaut auch gerne auf der Instagram-Seite vorbei. Zieht euch die Designs rein. Lasst gerne eine Meinung dazu da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.